Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Bus Simulator 2016, guckt mal auf den Kontostand, fällt euch was auf? Ich habe ein bisschen gecheatet, ich habe so viele Leute eingestellt, wie nur möglich ist. Ich treibe hier keine Bewerbung, ich treibe das Spiel momentan an die Grenzen. Ich habe das aus vollem Mut gemacht, weil ich den hier bekommen möchte, Schlüssel zur Stadt, und dann nie wieder dieses Spiel spielen möchte. Das heißt, wir müssen jetzt diese zwei Sachen dann nur noch schaffen. Und das ist nämlich, besitze eine Touristenstrecke, die in Intervallen von 10 Minuten oder weniger alle Sehenswürdigkeiten abfährt. Das heißt, die müssen wir jetzt erstmal machen. Kommt heute Citizen Motion im Stream? Ja. Okay, hier ist zum Beispiel eine Attraktion, das ist die erste. Hier unten sind keine, hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine, hier oben ist eine und hier ist eine. Das heißt, wir fangen am besten natürlich hier unten an. Da, das sieht gut aus. Ich muss gerade mal gucken. Ja, scheint alles zu laufen. Ja. Okay, ich mache jede Stunde ungefähr, mache ich 10 bis 15 Minuten Pinkelpause. Auch um meinen Kopf wieder frei zu kriegen, um selber was zu trinken, vielleicht schnell was zu essen. Weil, wenn ich das heute wirklich bis 24 Uhr durchziehe, wird das lustig. So, wie fandest du die heute schon gestern? Ich fand sie so meh. 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 Ich fand sie nicht ganz so gut. Durchs Busfahren schafft man es zum Bürgermeisterposten. Ja, ich schon. Bitch. Okay, wir machen natürlich eine neue Linie. Hier ist das erste. Dann fahren wir. Wo muss ich denn hier? Ja, dann muss ich wahrscheinlich an die Uni. Kunstmuseum. Wo müssen wir noch halten? Einkaufszentrum. Haben wir hier? Ah ja, Stadion. Hauptbahnhof. Ah. Fernsehturm. Kongress. Müssten irgendwie 8 sein oder so, ne? 8 Sehenswürdigkeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr gut. Speichern. Fahren. Und ich hab ein paar Busse gekauft. Und zwar möchte ich mit dem neuen Manlion City fahren. Ich habe den Manlion City habe ich gekauft extra. Und den mache ich jetzt nicht in der Schnellfahrt, sondern ich lade den jetzt richtig. Ja, ist das das erste? Hä? Erste? Nee. Warte, jetzt muss ich gerade nachgucken. Vielleicht kennst du mich noch. Jonathan Birkner. Muss ich jetzt zugeben, nee. MauGamer ist da, guten Tag. Nein, hier ist nicht das erste. Okay. Das ist der MAN Dreitürer. Das ist ein original MAN-Modell mit Lizenzierung und MAN-Werbung. Wir werden gleich auch noch den Gelenkbus davon fahren, den MAN-Gelenkbus. Aber wir begnügen uns jetzt erstmal mit diesem wunderschönen Fahrzeug. Ja, komm, mach auf. Oh, das Spiel ruckelt schon wieder wie Sau. Da machst du aber... Habe ich die... Ja, ich habe die X-Tory-Aufnahme an. Hallo! Sorry. Da ist sie wieder. Okay. Ich muss dann gerade mal meinen Computer verprügeln. Was ist mit deinem Ball? Nee, heute nicht. Das mache ich nicht so lange. Felix hat gerade OMSI2 hochgeladen. Ja, das ist richtig. Für alle, die nicht im Stream sind. Wow. Hupen. Finde ich gut. Alter, sieht der anders aus. Meine Fresse. Nee, wollte ich gar nicht. Bleib sitzen. Mach. Tür zu. Da. Kiste an. Handbremse raus. So, guten Tag, Leon 2.0. Heizung ein bisschen hoch. Radio funktioniert nicht. Hintere Türen sind aus. D rein. Okay. Und damit können wir auch schon losfahren. Irgendwie sitzt man hier deutlich weiter hinten. Das ist natürlich ein deutlich weiterentwickeltes Fahrzeug als die anderen primitiven Busse. Und deswegen darf das Spiel dann da auch ruckeln. Boah, ich bin so froh, wenn ich das Spiel nicht mehr... Bist du eigentlich behindert? Was laufen denn hier alle so scheiße? Okay, boah, die Kiste fährt sich ja ganz anders. Moment, das geht so gar nicht. Entschuldigung, Moment. Anfangslenkgeschwindigkeit, Endlenkgeschwindigkeit. So.
Ist ja grausam. Riesige Blinker, stimmt, ja. Okay, sehr gut. Alter, der sieht ganz anders aus, aber okay. Ach, wir können dann gleich das feierliche Deinstallieren dieses Spiels machen. Oh, da freue ich mich schon drauf. This is the ice gold man. Verpiss dich doch. Oh Mann, ey. So. Hallo. Vorwärts, please. Gehen wir mal raus. Naja. Irgendwie ist die Steuerung von dem Ding scheiße. Oh Mann. Moment. Zeit bis zur endgültigen... Nee, die muss ein bisschen hoch. Moment, ich hab's gleich. Das ist, Ach so, ja, kein Wunder, dass dir nichts passiert. Bremssensitivität etwas hoch natürlich. Anfangslenkgeschwindigkeit, Endlenkgeschwindigkeit. Bla, Moment, das ist richtig, das ist richtig. Okay. Sehr gut. Ah, jetzt lenkt er auch wieder direkt. Ja, besser. Zumindest etwas. So, dann fahren wir mal rechts zurück. Oh ja, viel besser. Jetzt lenkt er nur überhaupt nicht mehr. Lenkradius. So. Okay. Kannst du Bus-Simulator im MP machen? Naja, mache ich heute nicht mehr. Das Spiel wird gleich von der Festplatte gelöscht, das sage ich dir. Feierlich, sage ich euch. Feierlich. Muss ich jetzt erstmal noch durch die ganze Map trampen, um jetzt... Oh Gott, okay. Das war noch grün, habt ihr selber gesehen. Irgendwie fährt der sich überhaupt nicht schön. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber okay, wir fahren nachher noch den Gelenkbus und dann habe ich meine Ruhe von dem Spiel, echt. Ah, ich weiß auch vielleicht, woran es liegt. Wartet mal, jetzt bin ich hier die ganze Zeit dabei, das zu machen. Oh Gott, da wird mir gleich wieder schlecht hier. Das hat es ein bisschen... Ah, ein bisschen. Jetzt sitze ich etwas näher vorne dran. Was ist mit Truckers MP? Verstehe ich jetzt nicht. Hab ich nicht verstanden, Gebo. Musst du mir erklären. So, wechseln wir mal schön sauber die Spur. Na, 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 ich bin viel zu gut drauf. Oh Mann, das wird ein langer Tag. Aber okay. Habe ich euch übrigens schon gesagt, dass ihr bei Games Planet auf jeden Fall mal vorbeigucken müsst? Das sind super Typen. Okay. Wie viel Grad haben wir mittlerweile? 29,4. So, es gibt ein neues Update von Truckers MP. Da kann man mit einem Skoda Superb rumfahren. Pfff, da gehe ich vor die Haustür und fahre mit dem von meinem Vater. Muss ich keinen Simulator für haben. Ist ein gutes Auto, muss man sagen. So, da hinten ist der erste Halt. Was bremst du jetzt hier wieder, du Arschgeige? Warum läuft das Spiel nur mit 17 Bildern die Sekunde? Aha. Kann es sein, dass das umgestellt hat? Nein, hat es nicht. Das Spiel ist übrigens scheiße. So, nur mal, um das so gesagt zu haben. Ah, Jung, fahr. Gut. Konzerthalle. Guten Tag. Bitte einsteigen. Alter. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Das Schlimme ist,
Das sind jetzt die niedrigsten Qualitätseinstellungen und es macht keinen verfickten Unterschied. Weißt du? Ganz ehrlich, das Spiel kann doch nur kaputt sein. Oder sehe ich das falsch? Jetzt habe ich 1 Euro zu viel rausgegeben. Egal. Ich brauche eine Fahrkarte für die ganze Woche. Mhm. Eine Spielerfahrkarte. Kommt heute ETS. Hatte ich vor, noch irgendwann zu spielen. Ja, ich habe heute noch viel vor, Mädels. Also, wir haben sehr viel Zeit für sehr viel Spiele. Vielen Dank. Für die Blumen. So. Gut, ich hasse das Spiel. Ja, ich auch. So. Kann sich doch keiner angucken, ey. Ich weiß auch nicht, warum es ruckelt. Keine Ahnung. Vielleicht ist mein Rechner zu stark dafür oder so. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. 15 Bilder, das kannst du doch keinem antun. Und das kann auch nicht. Und wenn ich DxOrry ausschalte, geht's auf 12 Bilder runter. Also bitte. Irgendwas kann auch nicht stimmen, oder? So, und ja, ich hatte vor, ETS 2 Universität. MP zu spielen, also Multiplayer. Gut. Universität. Ratata, 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 ratata. Ups. Ah. Gut, da hinten ist die Uni. Ich überlege gerade, hätte ich nicht erst Angestellte draufsetzen müssen? Ah, keine Ahnung. Toll. Gut, dann lenk halt fast gar nicht. So, wann ist immer eine gute Frage. Wann zählt momentan nicht, weil das geht nach der Abstimmung in den Infokarten. So wie ich da sehe, ist nämlich dann OMSI 2 jetzt als nächstes dran. Universität, vorsichtig. Schlechte Halteposition. Okay. Dann City Skylines und dann irgendwann, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr müsst einfach mal reingucken. Ihr habt wahrscheinlich im Spieltitel gesehen, steht drinnen. Aktuelles Spiel Bussimulator 2016. Da müsst ihr dann einfach mal reingucken, wann das ungefähr läuft. Danke. Einen schönen Tag. Da könnt ihr dann eine normale Einzelfahrt, bitte. Sehen, was momentan im Stream läuft. Und dann könnt ihr reinschalten, wenn ihr wollt. Verpiss dich. Danke, mein Lieber. So. Oh, Mann. So. Moment. So. Sehr gut. Nächster Halt. Kunstmuseum. Ja, das gute alte Kunstmuseum. Weh, hier steigt jetzt irgendeiner aus. Der kriegt von mir persönlich Prügel. Man geht doch nicht in ein Kunstmuseum, Alter. Das kannst du doch nicht machen. Okay. Irgendwie fährt sich gerade alles scheiße in diesem Spiel. Echt. Wirklich? Nee, hab ich doch gar nicht. Ich wollte das doch gar nicht drücken, du Arsch. Kunstmuseum. Ja. Spast. Spast. Beides. Die sehen auch so aus, als würden sie ins Kunstmuseum gehen. Echt. Willst du jetzt noch einsteigen oder nicht? Komm, rein. Ich möchte eine Einzelfahrkarte. Oh, steig doch einfach ein. Göre. Vielen Dank. Komm, fahren. Hallo.
Dieses Spiel, ey. Okay. Dam, 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 dam. So, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mir den ersten Lüfter anmache. Ah. Einkaufszentrum. Ich will gar nicht wissen, wie geil das ist. So ein kalter Luftzug von der Seite. Ah, davon könnte ich abhängig werden, ey. Oh. Ah ja. Ups. Dies ist nicht eine Bushaltestelle deiner Strecke. Du kackgeiliger Arsch-Drecks-Wix-Drexer. Was? Hallo, hab ich nicht... Arschloch, hab ich nicht Vorfahrt? Wetterstation an meinem Tisch sagt 23 Grad. Leck mich doch. 29,2, es ist mittlerweile ein bisschen wieder runtergegangen. Ja, Entschuldigung, es ist früh morgens, muss ich dazu sagen. Nein, ist es nicht. Na, sagen wir es mal so, ich bin gerade eben erst aufgestanden. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Du bist Oma, du fette Transe. Was? Oma. Was? Wer hat das gesagt? Ja. Nein, bin ich daheim. Ich bin im Bus. Leck mich doch. Mama, du kannst uns besuchen. Ah. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Gut, mir fällt nämlich gerade auf, heute ist Samstag, morgen muss ich unbedingt Felix Spielt aufnehmen. Sagt Oma zum Enkel, ich zitiere den jetzt nicht wörtlich, sondern nur inhaltlich. Du darfst dir ein Buch wünschen, sagt das Kind, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Haha. Ja, er ging. Okay. Sehr sturer Witz, sagen wir es mal so. Einkaufszentrum. Ja, ich bin immer hervorragend. Schau mal in den Briefkasten. Tja, immer deine Briefkastenfirma. Schlechte Witze, Tanta. Bist du sicher, dass das der richtige Bus ist? Mhm. Ja, die Karten-App auf meinem Telefon meint, mit dem Bus haben wir die kürzeste Gott Strecke. Gott segne sie. Dumme Sau. Sehr gut. Ja. Das ist das Einkaufszentrum hier, ne? Ja, ich glaube schon. Oh Gott, ist das eng. Nächster Halt. Stadion. Stadion. Hey. Was? Scharfes Abbiegen bei hohem Tempo? Am Arsch. Hast du mich aber noch nicht in Omsi gesehen, ey. So, was macht Felix, wenn er sauer ist? Er löscht Bussimulator 2016. Wie nennt man ein Pferd, wenn man es einem Namen gibt? Ferdinand. Echt lausig. Mir ist übrigens alles egal. Ich will nur die Linie fertig haben. Und dann endlich den scheiß Schlüssel nehmen und dann so schnell weglaufen, wie es nur geht. Ich gucke immer in die falsche Richtung momentan, das ist schlimm. Ich liebe dieses Wetter. Ich mag, wie es die Stadt aussehen lässt. Sehr majestätisch. Majestätisch.